Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich mir Unterstützung mitgebracht, damit ich mehr erklären kann und nicht so viel trainieren muss. Deswegen ist die Vicky mit dabei. Und wir machen heute eine einzige Übung, und zwar eine Übung, die oft unterschätzt wird, finde ich, bei Breakletics-Kursen. Und das ist Salsa Love. Und zwar zeige ich sie euch in drei verschiedenen Varianten und machen die dann auch alle drei Intervalle durch, weil ich muss ja eh nichts machen, ne? Ja. Und ja, wir legen auch direkt los mit der Erklärung der Übung. Okay, die Erklärung ist eigentlich ganz, ganz einfach. Also, wir kommen zur Übung. Wir starten im Vierfüßlerstand. Dabei achtet ihr darauf, dass die Schultern immer genau über den Handgelenken sind und die Knie unter der Hüfte. Jetzt sind die Knie aber nicht auf dem Boden, sondern in der Luft. Genau. Achtet darauf, dass die Halswirbelsäule gerade ist. Blick geht Richtung Boden. Ihr startet mit dem rechten Bein oben und geht dann diagonal unten drunter. Dreht das Becken mit, ganz, ganz wichtig. Setzt ab, wechselt die Seite, Bein, anderes Bein geht hoch und das gleiche zur anderen Seite. Im Prinzip ganz, ganz simpel. Was am meisten falsch gemacht wird, ist, dass die Hüfte nicht richtig mitgedreht wird. Hier seht ihr jetzt bei der Vicky, die macht es sehr, sehr schön. Es gibt aber viele Leute, die machen das sehr, sehr falsch. Dann sieht das Ganze eher so aus. Hast du bestimmt auch schon mal gesehen, ne? Bestimmt, ja. Mehrmals. Aber wir wollen, dass ihr das Becken schön mitnehmt. Und damit ihr richtig spüren könnt, wie das Becken sich mitbewegen kann, machen wir die Übung jetzt nicht nur einfach jeden Beat oder halbes Tempo, nein, sondern wir machen es noch viel, 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 viel langsamer. Du weißt schon, was der blüht. Weil langsamer ist in diesem Fall viel, viel schwerer. Wir starten direkt mit dem ersten Intervall. Erstes Intervall ist ganz, ganz normal. Wir machen jeden zweiten Beat. Du kannst einmal kurz zeigen. 5, 6, 7, go. Und 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Intervall Nummer 2, immer auf 4 wechseln. Das heißt 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, da, da. Sehr gut. Und im letzten ist die allerschwierigste Variante immer auf 1. Das heißt, du ziehst 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Perfekt. Wir ziehen mal durch. Okay, 10 Sekunden geht's los. Jeden zweiten Beat zum Anfang. Also so, wie es die meisten wahrscheinlich auch in den Kursen kennen. Achtet auf das Becken, schön mitnehmen. Sehr gut. Als kleine Variante, wem das dann schon zu langweilig ist, er kann einen Arm mit hochnehmen. Passiert schon meistens automatisch, dass ihr das Gewicht schon so weit verlagert, dass immer eine Hand frei wird. Deswegen bietet sich das immer sehr, sehr schnell an, dass man einen Arm mit hochnimmt. Und 5, 6, 7, break. Sehr gut. In der nächsten Variante gehen wir jetzt 4 Zählzeiten. Das heißt immer 1, 2, 3, 4. Wir versuchen immer auf 1 den Schritt zu machen, okay? Wir machen es jetzt zusammen. Die letzte und schwierigste Variante ist jetzt immer nur auf 1. Das heißt, ihr habt extrem viel Zeit zu drehen. Und auch da, wenn ihr es jetzt noch extrem schwieriger haben möchtet, probiert es mal mit einem Arm. Du kannst mit beiden machen, ich mache mit 1. 5, 6, 7, 8. 1. 5, 6, 7, 8. Seven, eight, five.
Sehr gut. Vielen Dank erstmal für deine Hilfe. Ihr seht, langsamer ist viel, viel schwerer. Wie hast du dich dabei gefühlt? Viel anstrengender. Was ist der Unterschied? Man muss total lang das Gleichgewicht halten und deshalb ist es für den Chor einfach viel intensiver als schneller. Dann noch zusätzlich mit einem Arm ist dann noch eine Nummer schwerer. Aber so als kleinen Bonus zeige ich euch jetzt noch eine weitere Variante. Und diese Variante ist genau gleich, Tempo ist eigentlich fast unabhängig. Wobei ich glaube, dass es auf 8 Zählzeiten extrem schwer ist. Ihr könnt jede dieser Varianten auch auf den Ellbogen machen oder mit Stair-Push-Ups. Dann habt ihr es nochmal ein bisschen intensiver, nochmal ein bisschen schwerer. Wir machen mal ein Intervall, einfach halbes Tempo auf den Ellbogen und dann machen wir ein Intervall, halbes Tempo mit Stair-Push-Ups. Okay? Okay. Zusammen. Ich höre vielleicht mittendrin mal ein paar Mal auf, zum Erklären. Okay, wir starten unten. Achte darauf, dass die Ellbogen genau unter den Schultern sind. Knie unter der Hüfte, hoch. Sehr schön. In der nächsten Runde geht ihr jetzt hoch und tief. Wenn ihr schon es geschafft habt, dass ihr mit einem Ellbogen hochgehen könnt, dann könnt ihr euch auch hochdrücken und dass, wenn das Gewicht auf den einen Arm ist, das an den anderen Arm dazu nehmen. Okay. Letzte Runde, versprochen. Okay. Und da. Da. Jetzt könnt ihr gut sehen, immer ein Arm wird frei und dann habt ihr die Möglichkeit, hochzudrücken. Trotzdem darauf achten, dass die Knie immer unter der Hüfte bleiben und das Becken sich trotzdem noch weiter mitdreht. Gleich geschafft. Sehr gut. Auch jetzt, wenn ihr immer wieder die Ellbogen absetzt, dran denken, immer unter den Schultern absetzen. Und gut. Sehr gut. Das war's auch schon. Das war die letzte Runde. Sehr gerne. Hier habt ihr nochmal eine Möglichkeit, es so ein bisschen zu intensivieren, um es noch ein bisschen spannender zu machen. Testet es gerne zu Hause aus. Schreibt mir in die Kommentare, welche Variante euch am schwersten gefallen ist und welche für euch die größte Challenge war. Schaut auch bei Vicky auf Instagram auf jeden Fall vorbei. Wir sehen uns im nächsten Video. Abonnieren nicht vergessen. Bis dahin. Ciao. Ciao.